So, mal gucken, ob das mit der Random-Gruppe hier was wird. Ich brauche hier mit meinem Main-Char, meinen Ali-Main-Char, den ich jetzt ein bisschen gieren will, brauche ich hier noch ein paar Keys, dass der ja zum einen Jawohl, das wir Achievement sind am bekommt, dass er richtigen Ort. jeden Schlüssel einmal auf Erspüre die Macht 10 dieser gelaufen Legende, ist, Jane, beziehungsweise in dass ich halt auch meinen ein bisschen Knochen. Radio-Score bekomme, ne? Das ist Natürlich sind wir nicht das allein Ziel des gewesen, die Ganzen. davon So, angelockt komm, auf wurden. geht's, mit keinem Timer hier. Ihr kommt zu Diesmal ziehe ich spät, Inka Fremdlinge. tatsächlich am Der Start, Tempel ist in der Gewalt vom weil ich Meister. gerne Inka wieder hätte, wenn quasi So, ihr Reaping proc't werdet bald und wir da dieses Mal, glaube ich, relativ sein. Und lang dann den Dings haben. wird Lang das kann ich denn da stehen bleiben? Kann ich Trollreich den Boss jetzt hier auferstehen. noch theoretisch hitten? Ja, Das okay, ich werden hab's auf wir jeden Fall sehen, LOS. elendes Biest. Also, oh, er verfolgt mich, scheiße. Lauf, In der Lauf. Inka? Nein. Ich muss näher ran. Okay, ich hätte halt nicht mal ansatzweise so weit weggehen müssen. Wie lange verfolgt er einen? Ich wurde als Tank, glaube ich, hier noch nie verfolgt. Sind das eigentlich, wenn er mich kriegt, ist ja eigentlich wurscht, oder? Oder nicht? Jetzt wieder slow da an die Dings hin. Das Weiß ist nicht, ob ich sicher ein jemals von Empfang. dem Dude verfolgt wurde. Als Tank. Wenn er dich erwischt, kriegst du halt ein bisschen Damage. Ich muss näher War ich jetzt ran. ernsthaft im Ding drin gestanden? Oh mein Gott, im Wasser sieht man es halt kaum. Ich glaube, ich habe ein Dings gefressen, ne? Was halt eigentlich, so ein, also wir haben ja so ein Volcanic, ne? Die Woche ist eine der leichtesten überhaupt. Wir haben Tyrannisch, Wütend, Volcanic und Schröpfend halt, das Reaping-Ding. Also es ist eigentlich die einfachste Woche. Wenn ich mal einen Altaldasar, dass ich es nur rausbringen, schaffen sollte, in Time mit einer Gruppe, dann ist eigentlich die Woche die richtige. Weil irgendwie, Ich bin sicher Altaldasar ist nicht eigentlich weiter. eine der einfachsten Indies, ne? Aber ich war jetzt zwei oder dreimal in einer Random-Gruppe drin, die sich beim Trash disbandet hat. Ja, gut, es waren halt meistens halt irgendwelche ziemlich gammeligen Gruppen. Aber die das halt nicht hingekriegt haben, die Trash-Mobs richtig zu spielen, ne? Das Wir ist haben sogar mit Teil des CC Empfangs. teilweise gespielt und das war jedes Mal ein Desaster ohne Ende. Ich weiß auch nicht, warum das hier so schwer scheint für manche. Ja, aber jetzt habe ich es auf jeden Fall beim Reaping wieder ready. Tyrannisch dauern die Bosse halt so lang und wir haben halt echt Ich brauche nicht ein ganz so Ziel. geilen Damage. Gut, ich mache auch ziemlich wenig mit dem. Ich habe jetzt. Resan, Ach, mein ich hätte vielleicht mein Trinket mächtiger auch einsetzen sollen, fällt mir gerade ein. Ich Name. habe Vielleicht gibt ein er neues mir Trinket die Kraft, bekommen, ne? für sie Aber mehr. ich habe jetzt halt zwei eher tanky Trinkets an, ne, die halt kaum Damage verursachen. Ich habe jetzt halt arsch wenig Damage nur verursacht. Das Gute ist, diese Woche kannst du die einfach mitziehen und wegcleaven. Ist halt gar kein Stress, weil es halt egal ist. Sie triggern halt Ich bin theoretisch die außer Dings, ne? Reichweite. Aber also, ne, aber wer da drin steht, weiß ich auch nicht. Es gibt so viele Leute, die auf den Dude durchziehen, das mit dem Totem nicht checken, ne? Ach, wir haben wieder den getriggert. Theoretisch kann ich sogar Ding runternehmen, ne? Raging. Theoretisch. Also normalerweise könntest du easy hier die Putt zupullen. Aber da die. Warte, ich kann das damit runternehmen. Aber dass die Leute hier den Trash meistens nicht ganz so gut hinkriegen, spiele ich ihn lieber safe und, ne? Ohne dass wir hier x Dinger zusammenpullen. Jetzt habe ich theoretisch Ding schon ready, ne? Jetzt könnte ich es nochmal einsetzen, Inka. Aber in 10 ist halt Dings. Oh, der hat sein Pet of Taunt an, ne? Naja, zum Glück kann ich denen ihr komisches Schild da interrupten mit dem. Ne? Hier, mit dem Desorientieren. So, da hinten kommen wir nämlich zum lustigen Trash, der immer. Also, die Gruppe geht meistens noch, aber die andere war letzte Woche ein Desaster. Sagen wir es mal so: ein Desaster. Weil ich gelernt habe, du sollst eigentlich das Totem nicht gleich kaputt machen, weil wenn du das Totem gleich kaputt machst, dann hast du halt das Problem, dass er hier schon loslegt mit seiner E. Am besten, du spielst die Mobs und dann haust du das Totem erst kaputt. So, die Taktik haben wir zumindest dann letzte Woche versucht mit einer Gruppe. Weil der haut schon fies rein, ne? Ihr seht auch jetzt schon, ohne dass wir Trash-Buff haben. Okay, jetzt könnte ich sie ein bisschen wegziehen. Ich Und bin sie werden außer gestunt, Reichweite. der Hunter hat seine Dings gelegt. Sein Stun-Shit. Weil das interessiert den einen jetzt relativ wenig. Danach Erhebt euch, triggern wir Gefallene! Reaping. Ja, ich weiß nicht, also hier soll ich ihn. Aber ich kann jetzt, glaube ich, die Trinkets nicht mehr switchen, ne? Weil mein Trinket entzieht Verbündeten und Gegnern live und heilt mich halt, ne? Wollen wir das Holz jetzt einfach mal ein? Ja, gut, das.
Eigentlich war das gewastet. Ich dachte, bekomme ich Wissen. Also ein bisschen Schaden macht es halt auch, ne? Eigentlich ist es halt ein Heal Trinket. So, hier kannst du theoretisch was zu sehen, aber. Komm, scheiß drauf. Wenn das keine Trash-Woche ist, dann müsste das auch so gehen. Ich kick vielleicht ein bisschen hier mit rein. Nee, das machst du nicht. Das desorientieren wir dir weg. Was haben wir denn eigentlich für eine Gruppenaufstellung? Ich habe gar nicht aufgepasst. Wir haben lauter Ranges, ne? Wir haben eigentlich kaum Kicks, was in der Inni eher so optimal ist. Jetzt habe ich die mal nochmal weggekickt. Besser wäre, wenn wir ein paar Leute hätten, die kicken könnten, tatsächlich. So, jetzt können wir langsam mal das Totem kaputt machen. Dass wir den Dude hier mal töten können. Ah, jetzt macht er wieder seinen Shit und ich habe kein Kick mehr ready, ne? Habe wirklich gar nichts mehr. Aber wir haben einen Mage, einen Hunter und eine Eule. Warte mal, oder? Ist das. Ah, nee, wir haben. Das ist gar keine Eule, das ist eine Katze. Wer nimmt denn eine Katze in den Plus mit? Also, ich habe ja selber Katze gespielt, die ist aber echt useless, ne? Oh, ich habe schon 5 Stacks, ich sollte ihn vielleicht ein bisschen kiten. Naja, okay. Vielleicht soll ich die Stacks auslaufen lassen. 11 Sekunden. Warte, bevor ich da reinspringe, mittlerweile weiß ich, wo der Shit ist. Das hier runter. Ja. Das sind. Hä? Ah ja, ich wollte gerade sagen, das sind da eigentlich 2 von den Dudes. Das hast du nämlich bei der Gruppe. Das ist die beschissenste hier in der Inni, ne? Dann pullst du die Gruppe, bist eh schon am rumstruggeln. Struggeln hätte ich jetzt fast gesagt. Und dann addest du die noch und weil du eigentlich die einen großen kiten musst, hast du dann das Problem, dass die dir den Heiler killen. Ja, und dann war's das. Deswegen versuche ich die immer vorher zu pullen und dann hier an die ranzugehen. Dann ist es ein bisschen einfacher. So, das ist jetzt die ätzendste Gruppe hier in dem Ding, in dem Bums. Am besten die Totems nicht gleich töten, sondern. Oder das Totem besser gesagt. Sondern erst wenn. Das ist zu weit. Okay, sie haben das Totem getötet. Jetzt hast du nämlich die ganzen Dudes. Während dem Giftshit auch noch zusätzlich. Jetzt kick ich sie mal alle ein bisschen weg. Kann ich halt auch ein bisschen Damage rausnehmen. Gut, jetzt, wenn die nicht gebufft sind, dann ist es eigentlich nicht so schlimm. Dann kann ich sie auch ein bisschen face tanken. Ich habe halt jetzt schon 4 Stacks, ne? Oder tank ich sie durch? Ich komm, ich tank sie durch. Scheiß drauf. Ich heile mich jetzt einmal hier ein bisschen hoch mit meinem Trinket, ne? Ich habe auch noch. Ne, ich habe keine 2 Aufladungen von Dings. Jetzt sollte ich sie tatsächlich kalten. Ich hab schon 5. Warte, warum bin ich nochmal hochgesteckt? Ich bin doch schon weggelaufen von euch. Ach, ich hasse euch. Ich hasse euch. Aber das war theoretisch die schwierigste Gruppe in. Ah, wir haben schon wieder Reaping getriggert? Kannst du? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Solange der Heiler dispelt, ist alles gut. Okay. Der ist. Ah, okay. Der ist im Schattending stehen geblieben. Schattenschmettern hat ihn getroffen und hat ihn gewonshottet. Interessant. Das wird wahrscheinlich die Zone sein, die Lieder, ne? Gut, wenn man sich halt davon weghitten lässt, ist es ein bisschen gammelig. Ich muss näher ran. Ich retz. Ja, weißt du, der hätte aber auch moven können, ne? Da hätte er auch moven können. Jetzt haben wir schon einen tot, ne? Minus 5%. Da hat der Heiler gereckt. Vor allem als Range, ne? Fokus setzen, na komm rein hier. Go, 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 go. Dann bleibt er draußen stehen. Okay. 3, 2, 1. Hier? Ich werde euch zerstückeln. Okay, das Totem geht schnell down. Wir haben lauter Ranges, ne? Denke ich halt an dem. Ja, gut, er springt. Ernsthaft, wie kannst du denn sterben? Bist du denn. Höher Volcanic! Wie kacke ist der Typ denn? Wie kannst du dann am Anfang hier bei dem Boss an Volcanic rippen? Alter Schalter. Muss ich wieder aufregen hier, ne? Ich bin außer Reichweite. Boah, ihr sterbt mit mir. Er stirbt halt einfach. Hier am Anfang bei Volcanic, wo nicht viele Ads, wo nicht viel Movement Sachen sind, einfach random an Volcanic. Totally love you. Weißt du, hier vorher, ne, ich bin auch einmal kurz im Volcanic drinstehen,
Aber das war in diesem Kackwasser, das ist echt schlecht gesehen. Aber hier, bevor der Boss seine Volts schmeißt, hast du es eigentlich ziemlich einfach, alles zu sehen. Also da ist es eigentlich kein Stress. Komm, jetzt benutzen wir mein Trinket mal nochmal. Ziehen wir ein bisschen Leben ab. Ja, ganz ehrlich, das Trinket ist hier ziemlich useless. Ja? Und zwar ziemlich useless. Also vor allem beim Bosskampf. Aber ich glaube, im M+, kannst du deine Sachen nicht mehr wechseln. Das haben sie ja mal rausgenommen. Also sprich, bleibt mir nichts anderes übrig, halt jetzt mit diesem Kack. Ich habe halt jetzt zwei komplette Feldtrinkets an, ne? Aber egal. Ja? Ich spiele mal halt mit denen. Macht jetzt nicht so viel aus. Das ist halt jetzt nur, was ich ein bisschen weniger Damage mache, ne? Weil ich habe eh eine Crap-Waffe. Das ist halt das Nächste. Das ist leider das Nächste. Ich wette, dieser Mage... Ach, Rat von Dalaran, ne? Also, ich bin kein Fan allgemein zu sagen, Server X und Y ist schlecht oder so. Aber was ich ehrlich gesagt sagen muss, du merkst, wenn du mit Leuten von Roleplay-Servern zusammen spielst. Das kann ich sagen. Fuck, habe ich jetzt meine Inka fehlgezogen? Ist das alles eine falsche Entscheidung? Naja, wahrscheinlich habe ich sie vor Reaping nicht wieder. Egal. Du merkst, wenn du Leute vom Roleplay-Server hast, oftmals sind das Gimps. Ja, ist leider so. Man kann sich pauschalisieren, sind sicher nicht alle so und es gibt auch gute Raid-Gilden auf Dings-Servern. Aber immer, wenn ich Leute von Roleplay-Servern in der Gruppe habe, Dann sind es die Art Spieler, die halt ne, ihren Fokus woanders drauf legen, was ja nicht verwerflich ist. Aber diese Art Spieler möchte ich meistens nicht unbedingt in Gruppe haben. Es zeichnet sich ab, ne? Hier so die Aldor und Ding. Ich meine, Rat von Dalaran ist auch ein Roleplay-Server. Das sind meistens diese langen Namen, was Roleplay-Server sind. Das ist zu weit entfernt. Ich kann dieses Ziel nicht. Theoretisch könntest du da mehr zusammenpullen. Aber da wir wenig Interrupts haben, mache ich es jetzt. Obwohl, wir haben eigentlich nicht wenig Interrupts, ne? Eigentlich haben wir den Feral auch noch, der interrupten kann. Ich mache jetzt mal einfach die wichtigen Interrupts, dann weiß ich schon mal, dass das klappt. Die kann man theoretisch auslassen, wenn man nicht retarded ist. Das nicht ganz an der Wand laufen, sonst triggerst du die Vögel, die oben sind. Warte mal, das sind nur kleine, ne? Der erste große kommt hier. Ah, fuck, jetzt bin ich direkt in die Dinger reingecharged. Das ist der, ich muss ihn interrupten, weil sonst wäre der Dings durch. Hab ich das... Oh, fuck. Ja, es war ein Fehler, vorher Dings zu ziehen. Fuck, warum lag ich denn jetzt aus? Nein! Bitte nicht jetzt laggen im Reaping. Bitte. Oh, nein. Ich hasse es. Was war denn das für ein krasser Lag? Jetzt werden halt irgendwelche anderen Leute abgeschossen. Okay, nochmal alle CDs. Ich habe 36 Sek, bitte dispel mich. Bitte dispel mich. Bro. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ist er ein Retard? Ich habe alle CDs. Okay, wie habe ich denn das überlebt? 40-6 durchgehend gehabt. Oh, ich habe alle CDs gewastet. Ist ja irgendwie komisch. Ich bin außer Reichweite. Musst du da halt bloß rausziehen. Vielleicht hat er auch einen Lag gehabt. Gut, das weiß ich jetzt nicht, ne? Aber ich habe... Jetzt hat sich mein Trinket wirklich gelohnt. Ich konnte mich wieder komplett hochziehen mit dem Trinket, ne? Holy moly, sage ich da bloß. Wie viel sind denn das pro Stack? Das sind doch mehr als 1%, was du abgezogen kriegst, oder? Also wenn dann war es 1% oder 2% pro Stack. Also wenn dann sind es 40% live mit jedem Tick. Oder halt, warte, jetzt sollen wir vielleicht warten wegen dem Feuer. Ich roll den einfach hoch. Ach, du kannst hier auch, kannst aufmounten. Ah ja, okay, gut. Ja, gut. Haben wir das safe? Ich pull die Priester rechts und links, oder? Zu weit entfernt. Ist das dumm, die beiden? Ich weiß gar nicht, ob ich die unbedingt brauchen würde. Wie gesagt, du könntest hier wesentlich offensiver das Ganze pullen und den ganzen Laden zusammenziehen. Aber... sollte vielleicht ins Ding gehen, in den Pool?
Aber das ist halt hier eine komplette Random-Gruppe und ich weiß halt nicht, was die Leute machen. Deswegen mache ich es lieber auf Nummer sicher, bevor du vibes, weil das bringt dir halt auch nichts. So, komm, hier können wir jetzt nochmal. Hier können wir dann tatsächlich nochmal Inka ziehen. Der Boss. Oh nein! Hä, wir haben schon wieder Schröpfen? Ich bin so ein Vollidiot. Ja, da, ich hätte jetzt hier nicht Dings ziehen sollen. Wen castet das denn? Auf mich, oder? Nee, das castet auf den anderen. Fuck, das war dumm. Hat nochmal Target geswitcht. Jetzt heilt er sich an dem hoch und ich hab den Debuff drauf. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir hier gleich ein Schröpfend-Ding und ich hab keinen. Kann mich mal in die Viechern hoch? Ich habe keinen Imker fürs Ding. Aber ohne Trash-Woche ist der Trash easy. Da kannst du nichts sagen. Solange er mich jetzt diesmal dispelt, hier vier Stacks sind. Nein, es sind 2%. Das waren vorher die ganze Zeit. Ich habe mit einem Tick 80% von meinem Life weggekriegt und ich habe das komplett durchgetankt mit allen CDs, die ich hatte, ne? Weil er hat einfach gar nicht dispelt. Okay, jetzt, ich habe ihn ermahnt, ne? Im Chat habe ich ihm zweimal jetzt geschrieben, dass er dispeln soll. Sowohl im Group-Chat als auch im. Im Whisper, nicht im Whisper, hier im Say, weil manche haben auch nur die Say-Bubbles an und dann sieht das vielleicht ein bisschen besser. Ah, gut, das ist so easy. Du brauch, also, ich brauche Inka da nicht unbedingt für. So, wie sieht's mit Mana aus? Sieht gut aus. 3, 2, 1. Diener von Yasma sind hier nicht willkommen! Also, Altaldazar ist halt in der Dingswoche. Ist das echt knackig? In der Trash-Buff-Woche, ne? Aber in der Boss-Buff-Woche ist es halt gar kein Stress. Du merkst, also da merkst du halt echt richtig den Unterschied. Muss ich echt sagen. Also das ist wie Tag und Nacht. Weil die Leute spielen jetzt nicht viel krasser als mit den anderen, mit denen ich unterwegs war, ne? Ich muss näher ran. Doch, sie holen sich alle. Ja, nice. Alle haben den Dings. Perfekt. Und der Mage ist gar nicht mehr gestorben. Das freut mich. Wir können sogar hier ein Plus 2 machen, wenn es gut läuft. Ach, ich bin zu nah dran zum Chargen. Ach, er hat ihn geroutet. Gut, das hätte er vielleicht vorher sagen sollen. Dann hätten wir hätten ihn komplett stehen lassen können, ne? Wir hätten nicht spielen müssen. Aber es wusste jetzt halt nicht, dass er ihn rootet. Und dann habe ich ihn schon gecharged und den Root gebrochen mit den Hits. Das ist ganz praktisch, wenn ich einen Mob charge, dann ist er ja kurz so betäubt quasi und kann nichts mehr machen. Beziehungsweise hier, ich weiß nicht, ob das als Root zählt oder als was das genau zählt. Er kann auf jeden Fall nicht mehr weglaufen. Based müsste es sein, oder? Sowas in Richtung. Ja, diesmal, jetzt habe ich den dran gelassen, weil ich mir schon gedacht habe, dass er wieder rooten wird. Ja, wenn wir schnell sind, dann kann ich da drüber springen. Ja, 100k. Es war unnötig. Das war unnötig. Es war richtig unnötig. Aber oben ist oben auch noch Trash, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber wir machen erst einen Boss und dann, und dann kannst du unten eh nochmal die Mobs machen. Weil du willst das letzte Reaping. Also gut, das letzte Reaping wäre jetzt auch kein Problem, das noch zu spielen, ne? Aber du kannst halt somit das letzte Reaping auslassen und warum nicht, ne? Spaß ja ein bisschen was. Ist gar nicht. Gar keine Mobs mehr, ne? Du hast direkt den Boss, aber du solltest die Spinnen nicht triggern. Ja, okay. das war natürlich jetzt ideal gezeigt. Ja, komm, hier, auf geht's. Mana ist da. 2, 1. Dazar erwacht bald, aber das erlebt ihr nicht mehr. Haben wir nicht HT? Ne, wir hatten keinen, oder? Ne, doch, wir haben Magier. Mein Gott, das ist der letzte Boss. Wo will er denn HT ziehen? HT. Brodarino. Hero. Ne, will er nicht. Er weiß. Ah, jetzt kommt HT. Dreimal muss er schreiben, dann kriegst du das. Sag ich mal, Trinket wieder für nichts gezogen. Also eigentlich gegen den Boss macht's halt 7k Damage, ne? Also das ist halt nichts, das heilt mich halt ein bisschen. Das wäre wahrscheinlich, wenn ich low bin, besser. Aber was es halt macht, ist, Also insgesamt 7 Mobs sind es, ob Gegner oder Verbündete, ist egal, den zieht es halt irgendwie ein paar K Life ab. Und heilt mich dadurch. Also das spielen sie gut, sie gehen alle nach außen. Jetzt dürfen sie bloß nicht von den Spinnen überrannt werden. Okay. Ich kann den nur retzen. Den hätte ich vielleicht noch kicken können. Den hat er jetzt gekillt.
Ich zieh den mal da hinten raus. Ich hätte den Hunter retten können, ich hätte den Spell noch kicken müssen. Das war nix. Hütet euch. Aber dafür haben wir einen Reds. Eure Seele wird brechen! Ja, da sind verdammt viele Spinnen, ne? Ja, da werden die Bosse dann mal interessant, wenn du Boss-Buff hast, ne? Da musst du nämlich tatsächlich nochmal ein bisschen Ding spielen. Hütet euch. Wir haben jetzt aber nicht so den allerkrassesten Damage, oder? Wenn ich das so... Oh, der Heiler ist fast tot. Mach keinen Scheiß jetzt, Heiler. Ich bin da hinten eingebunkert, ich ziehe... Okay, wo gehen die jetzt hin? Ich bin außer Reichweite. Ah, fuck, ich muss zurückdingsen, dass ich ein DD rette. Okay, zieh ich halt nicht raus, ist okay. Eigentlich hätten sie jetzt auch auf dem Boss durchziehen können. Okay, der Hunter droppt Law. Komm, zieht halt einfach auf den scheiß Boss durch, keine Ahnung. Dreckigen Spinnen. So, wir haben 2 Minuten noch. Für Double Chest, das sieht gut aus. Brauchen wir denn noch 10%? Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, was diese Dudes in der Mitte können, ne? Ob die irgendwie krass sind? Was können die? Weiß das jemand? Sind die irgendwie krass? Ist noch nicht bereit. Jetzt einfach mal hier ein bisschen live weggezogen. Brauchen wir eigentlich noch mehr Mobs? Scheiße, da steht hier wieder nicht dran, was die... Ich weiß jetzt halt nicht, ob die genug bringen oder ob ich noch was Kleines brauche dann. Sonst könnten wir das hier noch mit reinziehen, weil wir jetzt nur 1 Minute 30. Aber die bringen die 8% wahrscheinlich nicht, ne? Ich brauche wahrscheinlich noch mehr... Das ist zu weit entfernt. Pull den noch dazu. Ich muss ihn halt auf jeden Fall interrupten. Weil gefeiert werden wollen wir jetzt nicht. Aber ich habe noch 2 Walls, also das ist alles kein Stress. Fuck, jetzt wäre ich fast in den Ding reingelaufen, ne? Das war knapp. Aber ich habe noch, wie gesagt, 2 Walls habe ich noch. Jetzt noch eine Wall. GS habe ich noch ready. Wie viel haben wir? Eine Minute haben wir noch. Okay, das waren... wie bringen denn die gleich? Okay, das war viel zu viel gepult. Ich habe nicht... Also, ich habe eigentlich ein Addon, das das anzeigt, ne? Aber es ist ein Dino gefallen und wir haben noch... Wir haben 8% noch gehabt? Das hat so viel Prozente gebracht? Das hätte ich nicht gedacht. Also, den hätte ich auf keinen Fall noch alles pullen müssen. Aber gut, egal. Tja, jetzt habe ich einen Altalda-Satz 10 war das jetzt. Double Chest, ja, du, für eine Random-Gruppe ist das ganz, ganz nett. Und damit habe ich, glaube ich, alle Instanzen einmal durch. Was habe ich denn gekriegt hier? Einen 405er. Was haben die so bekommen? Kann ich vielleicht was leechen? Einen Ring? Ist er schon durchs Portal gegangen? Geh da auch mal durch. Versuche ich den Ring noch zu kriegen, weil der hat tatsächlich bessere Stats drauf. Ich habe nämlich heute einen Ring bekommen, der kein Versa drauf hat. Nee, Bonusrollen tun wir hier nicht. Jo, danke für den Run. Wunderbar, jetzt haben wir... Zumindest hier die ganzen Keys einmal abgeschlossen. Jetzt muss ich die ich letzte Woche mit Gammelgruppen nicht in Time gelaufen bin, nur in Time laufen. Aber das, denke ich mal, sollte die Woche auch kein Problem sein. Gut, damit wären wir hier mit dem Run durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis dann. Ciao.